Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Boliversalis 1. Mein Name ist Zako, ich bin hier zusammen mit Chipmunk. Hallo Chipmunk. Hi zusammen. Chipmunk mit seinen drei Jobs, einmal als osmanischer Sultan, einmal als Host und einmal als Co-Moderator hier auf dem Kanal von Writing Bull für Strategiespiele. Und wir legen direkt los mit unserer Rollenspielrunde hier. Was haben wir in der letzten Folge erlebt? Wir haben erlebt, wie Croxiana rausgeflogen ist. Inzwischen ist er wieder da. Eine kleine Information können wir noch geben, die vielleicht die Zuschauer interessieren wird. Wir spielen auf dem alten Patch weiter. Es gab ja inzwischen den DLC und einen Patch Rule Britannia, also wo einfach verschiedene Sachen hier bezüglich England neu dazugekommen sind und hier in Frankreich und in den Niederlanden ein paar Provinzen sich verändert haben und auch der Missionsbaum, glaube ich, dazugekommen ist als eine große Änderung. Das benutzen wir jetzt nicht, weil wir das Safe Game sonst nicht weiter nutzen könnten. Das heißt, wir spielen einfach auf dem Stand weiter, wie wir das Spiel auch begonnen haben. Hier sehen wir den Krieg des Vatikanstaats gegen Frankreich. Und ja, Salzburg hilft. Ich glaube, das könnte der Vatikanstaat gewinnen. Der Hinniterorden fragt um Erlaubnis, Serbien angreifen zu dürfen, alleine. Das kann spannend werden. Ja, aber Serbien muss sich gerade gegen Österreich verteidigen. Naja gut, aber der Johanniterorden hat eine deutlich kleinere Armee, also ich glaube, er geht da trotzdem ein großes Risiko ein. Also ich würde das jetzt mal erlauben, ehrlich gesagt. Okay, gut. Weil Serbien ist ja nominell stärker als der Johanniterorden. Das heißt, es könnte interessant werden. Was mir jetzt gerade schon wieder aufgefallen ist, ich habe vergessen erinnere mich mal dran, ich habe vergessen, meine Sprache umzustellen. Verdammt. Schäme dich, Draco, schäme dich. Hast du immer noch auf Polnisch in dem Fall? Ich weiß gar nicht, ob man das auf Polnisch, vielleicht über irgendeinen Mod. Kannst du sicher machen. Da bin ich überzeugt davon. Oh, hier haben gerade die Franzosen eine große Schlacht verloren. Weiß nicht, hast du auch mal die Mods erwähnt, mit denen wir spielen? Also, wir haben ja, glaube ich, nur diesen einen Desync-Mod, der dann vorhin wahrscheinlich trotzdem versagt hat, dass Meander Desync hatte. Manchmal klappt es dann doch nicht. Ja gut, wahrscheinlich jetzt halt mit Umstellen halt, mit dem Update, funktioniert er wahrscheinlich nicht mehr so gut. Aber das könnte sein, ja. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass er ihn nicht eingestellt gehabt hat. Weil ich habe am Mittwoch habe ich auch noch eine kleine Multiplayer-Partie gespielt und da hat er eigentlich funktioniert. Und da war er noch nicht geupdatet. Ja, Serbien wird hier angegriffen. Ich sage nochmal kurz. Serbien wird hier angegriffen von Österreich und Britannien macht mit, Großbritannien. Das heißt, Serbien Aber ist ja eigentlich unter Druck. Österreich hat Transsilvanien ja bis vor kurzem die Unabhängigkeit garantiert und greifen jetzt Serbien an und somit auch Transsilvanien. Ja, da ist die Garantie dann automatisch aufgelöst. Ist das vielleicht eine Gelegenheit für den Sultan, die sich da bietet? Ja, das Ding ist halt, es sind halt immer noch, es ist noch Preußen da mit dabei. Aber wir haben ja gerade gehört, du hast was? Ja... Weißt du was, Zakua? Stell meine Armee hoch. Okay, ich mach's. Mach einfach, ja. Man lebt nur einmal. Ja, zwischendurch muss man einfach mal Dinge versuchen. Du musst ja auch, du hast ja vorhin die Gespräche mitgehört, im Reich brodelt es. Das heißt, es kann auch gut sein, dass wenn du jetzt den Preußen, den Kaiser beschäftigst, dass sich dann andere Länder motiviert fühlen, auch gegen den Kaiser aufzubegehren. Mhm. Das kannst du jetzt natürlich nicht einkalkulieren, aber wäre gut möglich. Ja, vielleicht ist das dann ein Aufruf für die der anderen, jetzt oder nie. Genau. Das heißt, wirst du jetzt Österreich oder Transsilvanien angreifen? Transsilvanien angreifen. Naja. Dann ist Litauen, glaube ich, auch noch dabei. Ja, Serbien. Genau. Na gut, Serbien ist eh unter Druck. Salzburg ist auch dabei. Das kann sehr interessant werden. Aber das wird wieder ein richtig schöner europäischer Krieg hier, wie ich das sehe. Gut, aber ich sag jetzt mal, wenn Salzburg ja gegen den Kaiser vorgehen will, wird er nicht noch gleichzeitig gegen mich vorgehen. Ja, denn Salzburg ist ja auch hier im
päpstlich-französischen Krieg involviert. Und ihr habt ja auch noch die Andalusier, die ihr dazu rufen könnt, ne? Die sind euch ja inzwischen so tief verschuldet für die ganzen Hilfe. Die sollten ja auch mit dabei sein. Und hier, der Krieg geht los. Die Johanniter landen in Messina an, möchten sich ihre alte Kernprovinz zurückholen. Wo ist die serbische Aber ich Armee? Serbische Armee muss da belagert mal Kärnten. ganz kurz noch schnell weg. Ich komme gleich. Ja. Ah, nee, ich schau. Der Feind ist leider in dem Chat drin. Ja, also wenn du dann Krieg führen musst, ist natürlich klar, dann geh am besten auch aus Nee, dem ich Chat muss. hier raus, damit, weil sonst kann ich ja nicht frei kommentieren, ne? Sonst verrate ich dir ja. Dann mache ich einfach so lange alleine weiter. Ich schau mal kurz hier nach Zentralasien, wie es da läuft. Also sind die meisten Provinzen schon besetzt. Ja, Oh, der die. Papst rüstet auch nochmal auf. Ich glaube, der hat ja doch nicht so, ist ja doch nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat gegen Vielleicht Frankreich. beschwenkt ihr noch euren Blick mal noch kurz nach Australien. In Australien, was gibt's da? Da gibt es zwei Mächte, die Oh! sie da. Frankreich hat hier, was ist das? Wie hieß das? Tasmanien, glaube ich. Und hier, was liegt da? Ist das Melbourne oder was hier eigentlich liegt? Da bin ich nicht. Irgendwie so in der Und die Nähe. Manufakturen sind gekommen. Ah, als neue Institution. Ja. Dann Glückwunsch zu eurem ersten Fuß auf Australien. Ist das eine Strafkolonie? Werden dort ungehörige, ja, was weiß ich, ungezogene Nee, Kinder werden dort da wird verschickt oder Fleisch was? produziert. Wir haben Fleisch. gehört, Känguru schmeckt gut. Ach so. Ja, der Papst hat hier ordentliche Truppen nochmal aufgefahren. Serbien kämpft gerade gegen Österreich. Hier in Kärnten wird die Schlacht vermutlich verlieren. Inzwischen belagern die Johanniter heldenmutig Messina. Mit ausreichend Kanonen. Das könnte durchaus bald fallen hier. Hier gibt es hier bald wieder eine Schlacht. Hier sind sehr viele päpstliche Truppen unterwegs, aber auch eine ähnlich große französische Armee. Die Salzburger stehen jetzt hier da, ein bisschen unschlüssig in Languedoc. Die hätten ja, glaube ich, ein paar Mal mitkämpfen können. Sind vielleicht etwas vorsichtig. Oh, jetzt bietet sich hier eine gute Gelegenheit. Da wird der Papst zuschlagen, weil die Franzosen eine Bergfestung belagern. Das ist immer eine gute Gelegenheit für einen Angriff. Und wir sehen die osmanischen Truppen marschieren. Und der Krieg ist da. Jetzt bin ich gespannt, wie der Kaiser reagiert. Und auch Polen, Litauen, Polen gibt es ja nicht mehr. Serbien ist dabei, Serbien ist dabei, Salzburg ist Salzburg ist dabei. dabei, ja. Okay. Das mit dem habe ich, mit Salzburg und Serbien habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber Preußen macht noch nicht mit. Das ist ein sehr feiger Kaiser, muss ich sagen. Ich schau mal auf die. Na, Preußen hat eigentlich schon wieder seine Kräfte weitestgehend regeneriert. Das wundert mich auch, dass sie da jetzt nicht eingeschritten sind. Vielleicht wartet ihr einfach noch einen kurzen Augenblick. Und Weiß nicht, wie Litauen? lange es geht. Ich weiß nicht, wie lange es geht, bis man da wieder ist. Litauen fährt auch nicht sein. Ich glaube, Litauen hat abgelehnt, weil sie seine Truppen, weil sie ihre Truppen auch nicht bezahlen. Das heißt, anscheinend hat der Kaiser und Litauen auch, die haben beide ihre Garantien fallen lassen. War wohl eine sehr gute Gelegenheit für dich. Ja, also ich sag mir, es haben die jetzt mitgemacht, mit denen ich nicht gerechnet habe, und das haben die nicht mitgemacht, mit denen ich gerechnet habe. Das ist ein wenig blöde, finde ich. Oh, ich sehe hier, Salzburg hat sein Land gespickt mit Festungen. Das sieht witzig aus hier. Da kommt keiner so leicht durch. Messina ist inzwischen besetzt. Da freuen sich die Johanniter, können ihre alte Stadt wieder
in Besitz nehmen. Hier kämpfen weiter die... Ich gehe sonst mal ins Patriarchat, weil der hat anderes zu tun, denke ich. Autsch, hier haben, glaube ich, hier ist dem Papst, glaube ich, gerade ein Fehler unterlaufen. Er hat ist angelandet in der Provence, wo gerade eine französische Armee kampierte und hat die Truppen verloren. Schmerzhaft. Ich sollte hier meine Leute nicht zur Mürbung fressen lassen. Ja, also der Krieg ist wirklich nur gegen Serbien und Salzburg. Das ist schade. Ich werde mal schauen. Ich geh mal zu Serbien hoch und frage ihn mal, was er will. Da habe ich mir mehr erhofft jetzt. Ich hatte eigentlich mit einem europäischen Krieg gerechnet. Preußen, Salzburg und Litauen zusammen gegen Osmanen wären nicht ohne gewesen. Schade. Transsilvanien belagert hier heldenmutig Griechenland. Und ja... Chipmunk, der osmanische Sultan, wird hier wahrscheinlich Serbien gnädig rauslassen, einfach weil er schon, weil Franz schon in zwei Kriegen steckt. Da ist man dann... Oh! Hier hat der Papst eine Schlacht verloren, weil Salzburg immer noch herumsteht. Was macht Salzburg mit seinen Armeen? Ist nicht zur Hilfe gekommen und... Avignon wird jetzt hier wieder entsetzt. Inzwischen haben die Johanniter Sizilien komplett besetzt und werden jetzt wahrscheinlich abwarten. Ah, hier ist der Serbien, hat den Krieg verlassen gegen die Osmanen. Wie sind da die Bedingungen jetzt gewesen? Er zahlt mir 10 Jahre lang Kriegsreparationen. Ah ja. Der Papst hebt nochmal neue Truppen aus. Ja, Frankreich ist kein leichtes Opfer. Und jetzt werden hier die salzburgischen Condottieri angegriffen, die ganze Zeit faul rumgestanden haben. Das könnte böse für die Salzburger ausgehen. Das wird wahrscheinlich böse für die Salzburger ausgehen, weil der Fluchtweg abgeschnitten ist. Frankreich hebt auch nochmal neue Truppen aus. Das Lustige ist jetzt aber, dass ich trotzdem auf preußisches Land kann. Und die Salzburger. Oh, jetzt gibt's hier eine Schlacht. Ui. Und hier gibt es eine zweite Schlacht. Salzburg hat seine Condottieri-Armee verloren. Und greift hier heldenmutig die osmanische Armee in Bihar an. Ja, wir haben ja alle mitgehört, wie vehement Salzburg Transsilvanien verteidigt hat und die Provinzen hier. Und wie wir sehen, Salzburg steht zu seinem Wort, verteidigt heldenmutig. Wurde vom Kaiser und von Litauen hier so ein bisschen im Stich gelassen, die eigentlich auch Transsilvanien verteidigt hätten müssen. Ich gehe mal in Friedensverhandlungen, weil Karbin, er schickt mir schon ein Angebot. Das kennen wir. Aber jetzt muss Salzburg ich mal hat sich rausgekauft. Spielleiter stellen. Wenn ich ja jetzt Transsilvanien vassalisiere, bin ich ja dann im Krieg gegen Österreich. Das Ausnutzen der Spielmechanik. Ah,
Naja, nee, Moment. Ich glaube, du wärst nicht im Krieg mit Österreich. Wird das angezeigt? Ah, nee, nee, nicht stimmt. Wir haben dir Serbien angegriffen. Denn ja, Transsilvanien ist ja nicht der Haupt des Kriegsziels, ne? Gut, Das heißt, es ja, da müsste hast du gehen. recht. Aber die akzeptieren das noch nicht. Da muss ich noch abwarten. Na, ja, es ist halt das Problem jetzt, dass Österreich einen Teil dann besetzt Weil hat. sie Ne? akzeptieren gerade momentan gar nichts. Ich glaube, das liegt aber auch noch daran, dass du, Ja, dass dass sie, Österreich halt noch. nee, 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 dass sie erstens noch eine Armee haben und zweitens auch Gebiet in Griechenland besetzt haben. Das heißt, die haben sogar Wirklich? sozusagen noch Hoffnung. Das ist ja sneaky. Das ist ja sneaky. Das Das habe ich hast gar du, nicht mitbekommen. naja. Da warst du, glaube ich, vorhin kurz weg, wo ich das kommentiert hatte. Und jetzt ist der Papst hier in der Bredouille. Jetzt, wo Salzburg seine Condottieri-Armee verloren hat, stehen hier plötzlich 60.000 Franzosen gegen 30.000 Päpstliche. Sieht nicht gut aus. Und die Johanniter konnten hier ihre Ansprüche auf Sizilien durchsetzen. Haben damit, nun, wenn ich mich jetzt nicht irre, haben sie damit alle Inselprovinzen im Mittelmeer. Straft mich Lügen. Ich glaube, nee, eine ist übrig. Wobei Venedig kann man jetzt ja drüber streiten, ob es wirklich eine Insel ist. Eigentlich ist es ja eine Lagune, die hier so aussieht wie eine Insel im Spiel. Aber in Wirklichkeit sieht das hier ein bisschen anders aus. Und Papst und Orden. Der Johanniterorden, die arbeiten ja eng zusammen, das heißt, die werden sich ja nicht um Venedig streiten. Wir sagen einfach, Venedig zählt jetzt nicht als Insel. Fertig. Weiß jetzt gerade nicht. Also, die Mamelucken sehen für mich etwas kriegsbereit aus. Aha. Sollte mal meine Truppen mal versetzen, glaube ich. Aber ich glaube, die sind auch im Krieg noch mit Transoxanien und Afghanistan. Die helfen ihren Verbündeten. Ah, okay. Das Na kann ja, der gut. Grund sein. Sie haben hier in Äthiopien Gebietsgewinne gemacht wieder. Und sind halt hier tief in Afrika schon. Was ist hier eigentlich los? Haben wir auch schon lange nicht mehr hingesehen. Naja, hier ist noch. Oh, die Niederlande haben sich hier in Kamerun breit gemacht. Hier in Südafrika ist ja Kastilien noch, als das hatten wir vorhin mal erwähnt, als Vasall der Niederländer. Frankreich ist auch hier. Britannien ist da, die Osmanen sind da. Hier ist auch nochmal Großbritannien. Auch nochmal Großbritannien auf der Weihnachtsinsel. Und Brunei breitet sich hier aus. Sind denn hier sonst noch irgendwelche Kolonien? Ja, das sind alles asiatische Völker hier. Aber das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dass die Osmanen und die Franzosen hier in Australien angekommen sind. So viel zur Kolonielage. Ja, Serbien ist jetzt immer noch, hat jetzt immer noch hier Österreich am Hals und Großbritannien. Wobei Großbritannien selber jetzt nicht direkt in den Krieg angreift. Aber natürlich bei der Kalkulation mit dabei ist. Das heißt, Österreich wird sich auch hier nicht so leicht abspeisen lassen. Der Kriegsstand ist schon relativ prekär. Da wird wohl Österreich hier die ganzen, vermute ich jetzt mal, seine ganzen Kernprovinzen zurückfordern. Und Serbien wird arg zusammenschrumpfen. Ja, Serbien sollte sich hier wirklich bemühen, schnellstmöglich neue Verbündete zu finden, sonst wird es bald kein Serbien mehr geben. Oh, der Papst hat ja nochmal alle Kräfte zusammengekratzt, versucht nochmal Avignon zu belagern. Frankreich hat inzwischen keine Verbündeten mehr. Könnte also gut sein, dass jemand anderes noch die Gelegenheit nutzt. Mit Andalusien besteht noch ein Waffenstillstand. Aber zum Beispiel die Niederlande könnten sich hier ein Stück
an der Ärmelkanalküste abbeißen, wenn sie wollten. Und eine weitere Schlacht wird wahrscheinlich der Papst gewinnen. Hier kommt Verstärkung, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Es könnte sehr knapp werden. Oh ja, die Verstärkung. Die Verstärkung hat es jetzt gerissen. Transsilvanien akzeptiert, ein Vasalle des Osmanischen Reiches zu werden. Ja. Damit ist ein weiterer nach Köln, ist ein weiteres Reichsmitglied unter Fremdherrschaft. Ist die Frage, wie der Kaiser darauf reagieren wird. Er hat ja schon die Garantie nicht gehalten, denn eigentlich hätte er zur Verteidigung des Reiches herbeieilen müssen. Er hatte ja keine Garantie, ja. Er hätte auf das. Naja, als Kaiser. Serbien und Litauen gegeben und Litauen hat das nicht wahrgenommen. Ja, naja, ich meine jetzt in dem Sinne, dass er als Kaiser alle Reichsnationen garantiert, wenn die von außen angegriffen werden. Habe ich mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Tja, vielleicht können wir ja mal mit dem Kaiser sprechen. Ja, einen Moment bitteschön. Und hier ist der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Seid gegrüßt, Wilhelm Friedrich I. Seid gegrüßt. Wir haben mit Besorgnis beobachtet, dass ein Reichsmitglied unter Fremdherrschaft gekommen ist. Was ist denn da vorgefallen? Och, die Osmanen haben die Transsilvanier angegriffen. Und warum ist der Kaiser nicht eingeschritten? Och, der Kaiser sieht es nicht, hält es nicht für notwendig, für die Transsilvanier dort in der letzten Ecke gegen die Osmanen zu kämpfen. Das wollen wir nicht. Und sorgt sich der Kaiser denn nicht, dass er seine Autorität einbüßt, wenn er Reichsmitglieder nicht verteidigt, was seine Aufgabe ist? Ach, die Reichsmitglieder werden tun, was wir sagen. Die haben gar keine andere Wahl. Die werden dem Kaiser folgen. Immer. Und ihr seid euch dessen sehr, sehr sicher? Natürlich. Die haben gesagt, die folgen uns. Dann folgen die uns auch. Ja, aber wenn sie jetzt merken, dass ihr sie nicht verteidigen würdet, werden sie euch dann vielleicht nicht mehr folgen, auch wenn sie es gesagt haben. Vielleicht sagen sie euch ins Gesicht eine Sache und hinter eurem Rücken sprechen sie anders. Nein, so falsch sind die Leute hier nicht im Reich. Die deutschen Gebiete sind viel zu ehrlich dafür. Kadros spielt hier sehr gut den naiven Enthusiasten, finde ich super. Hast du dir die Eigenschaft hier zunutze gemacht? Gib's zu. Ich weiß von nichts. Ich tue nur das, was die anderen Leute mir sagen. Gut, das heißt, der Kaiser ist hier nicht eingeschritten. Ist sich auch keiner Bedrohungslage bewusst? Gibt's denn Pläne von Preußen, selbst gegen irgendwelche anderen Länder vorzugehen oder politische Entwicklung in Preußen? Nun, es gibt eine ausgeprägte Rivalität mit den Magdeburgern. Wir verstehen gar nicht, warum, was die haben wollen, aber die mögen uns nicht. Ja, also man sieht auch, der Kaiserwahl würde dir abgewählt, also euer Sohn würde abgewählt werden, wenn ihr das Zeitliche segnet. Ja, es ist ja so, was soll man denn dazu sagen, aber also mir folgen sie auf jeden Fall. Das heißt, ihr sorgt euch da nicht um das Familienerbe? Nein, nein, das ist schon gesichert. Ja, eben ja nicht, darauf wies euch ja der Sultan, oder möchte ich sagen, jetzt Chipmunk drauf gerade hin, dass das Familienerbe bedroht ist. Ach, ein bisschen Diplomatie und dann wird das schon wieder gehen. Wahrscheinlich Diplomatie mit dem Knüppel. Nein, das würden wir niemals tun. Außer es ist nötig. Das heißt, ihr werdet auch die fehlenden Reichsprovinzen, die noch bei Litauen sind, auch nicht wieder zurückerobern?
Oh, das ist eine andere Geschichte. Das ist ja direkt unsere Grenze. Also da, wir trainieren unsere Truppen und sammeln ein bisschen Reserve an und werden mal schauen, was dann möglich ist. Und entsprechend dann auch die osmanischen Provinzen, wenn, dann hättet ihr ja eine Grenze. Wenn ich jetzt mal gucke, das Semplin, wenn ihr das erobert, dann hättet ihr eine Grenze mit Transsilvanien. Rückt das dann auch wieder ins Interesse des Kaisers? Ach, vielleicht. Weil diese Wälder und Berge von Transsilvanien, die sind eigentlich sehr uninteressant für uns. Nun gut. Dann vielen Dank. Wir sprechen ja nicht mal Deutsch da. Ah, ich glaube, da gibt es paar deutschen Kolonien, gibt es da, glaube ich. Sogar bis heute. Gut, dann vielen Dank für den Einblick und viel Erfolg bei den Plänen im Reich und außerhalb des Reichs. Vielen Dank und auf bald. Leb wohl. Ja, also der Kaiser ist sich im Moment keiner Bedrohungslage bewusst im Reich. Obwohl es da, wie wir gehört haben, brodelt. Jetzt können wir, fällt mir bei der Gelegenheit gerade noch ein, wir können vielleicht noch mal kurz mit Arzent alleine sprechen. Mhm. Denn wir hatten ja vorhin die Vermutung aufgestellt, dass die Kölner sich nur so pro-preußisch geäußert hatten, weil sie unter Druck stehen. Vielleicht können wir da noch mal Nachforschung anstellen. Frag jo, mal Arzent. Serbien kämpft hier heldenmutig gegen Österreich um jeden Zentimeter. Der Papst sammelt wieder Kräfte, um vielleicht hier nochmal die Franzosen zu vertreiben aus Coni. Moment mal, hier sind ja auch päpstliche Truppen. Was machen die denn hier? Die sind wohl angelandet. In Narbonne. Hoffentlich werden die nicht vertrieben. Aber Frankreich hat im Moment... Oh, jetzt greift der Papst hier auch eine Bergfestung an. Ein früherer Angriff wäre da schlauer gewesen. Dann wäre es noch eine Verteidigung gewesen. Hallo zusammen. Ja, seid gegrüßt. Kölner, Moment, ich habe hier gerade eine Schlacht noch im Auge, aber die geht wohl an die Franzosen, leider, für den Papst. Wir wollten gern mit den Vertretern aus Köln sprechen, da wir die Vermutung hatten, dass bei unserem letzten Gespräch, wo der Kaiser und der Trierer, ist das König? Kurfürst. Ja, Kurfürst anwesend waren, dass die Kölner nicht ganz frei ihre Meinung äußern konnten. Da wollten wir nochmal nachforschen. Haben wir da ins Schwarze getroffen? Naja, unser König ist abgesetzt. Der neu gegründete Beraterstab, den der neue König aus Trier ernannt hat, steht nun voll und ganz zur Sache des Trierer Kurfürsten, out of RP gesagt, man siehe auch unser Freiheitsbestreben. Und ja, wir hätten das Ganze natürlich alles lieber gesehen, dass König immer noch unabhängig und frei geblieben wäre. Jedoch ist dies allemal besser als unter der Herrschaft der Franzosen, der katholischen Franzosen zu sein und ja, es hätte schlimmer kommen können. Mhm. Zum Freiheitsbestreben möchte ich noch kurz bei der Gelegenheit sagen, für die Zuschauer, wir haben eine Regel aufgestellt, dass Spieler bis zu 25% Freiheitsbestreben unbedingt loyal sein müssen. Und darüber steht es ihnen frei. Also Arzent kann jetzt weiter loyal bleiben oder er kann auch selber sich um die Freiheit bemühen. Also zum Beispiel Verbündete sich suchen, die ihm die Freiheit ermöglichen. Ne? Also dir steht das im Moment frei. Wenn das Freiheitsbestreben unter 25% wäre, müsste er unbedingt loyal sein.
Das nur als kleine Sache nebenbei. Das, und die zweite Frage noch an die Kölner Berater, an den Kölner Beraterstab. Wie ist denn das Verhältnis zu den Preußen? Denn andere Reichsnationen hatten uns berichtet, dass die Kölner Meinung gar nicht so positiv sei gegenüber Preußen, da Preußen sehr stark in Köln marodiert hätte. Dies stimmt wohl. Preußen hat immer und immer wieder in Köln, Köln verwüstet und der Bevölkerung Leid gebracht. Jedoch hatte der alte König einige Verträge mit dem Kaiser aushandeln können. Wieder jemand rausgeflogen. Katualan ist rausgeflogen. Eine Garantie der Preußen erwirkt, sodass Kölns eigentlich unter dem Schutz des Kaisers stand, was mittlerweile jedoch hinfällig ist. Und wir, der Beraterstab, sehen die Preußen kritisch. Daher war es unsere erst allerdringendste Aufgabe, unser Militär wieder aufzubauen, nachdem wir unsere gesamten Truppen gegen Preußen verloren haben. Und wir sind stolz, verkünden zu können, dass wir wieder die Sollstärke erreicht haben und sogar stärker sind als jemals zuvor, trotz der ganzen Verluste und der Verwüstungen unserer Ländereien. Das heißt, um das zusammenzufassen, es ist zwar das Verhältnis zwischen Köln und Preußen angespannt, aber nicht das Verhältnis zwischen Trier und Köln. Nein, der Trierer König war, der Trierer Kurfürst war weise genug und hat einen loyalen Beraterstab eingeführt. Das heißt, Köln wird auch fürs Erste die Trierer Politiken mit stützen. Solange die Trierer Interessen nicht gegen Kölner Interessen sind, gewiss. Und bis jetzt hat der Trierer Kurfürst uns stets gut behandelt. Nicht gerade wenig hat er in den Staat investiert. So konnten wir Universitäten bauen und auch Kathedralen konnten wir dank der finanziellen Mittel, die der Kurfürst uns aus Trier bereitgestellt hat, erbauen. Mhm. Gut, dann vielen Dank für den Einblick. Wir machen jetzt an der Stelle mal einen Schnitt. Es kommt auch gerade Katualan wieder neu rein. Sehr gerne. Moment, aber die Uhr sagt gerade, ist es Zeit für eine Pause. Gut, dann vielen Dank an Arzent für diesen Einblick und auch danke für die Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.